hat jetzt einige Zeit keine größeren oder längeren Auspackvideos gegeben, weil ich gesagt habe, wir wollen unser hier das Ganze noch ein bisschen, diese Aufnahmeeinstellungen verbessern. Ich hoffe, das haben wir jetzt getan. Jetzt muss ich mich natürlich wieder an etwas Neues gewöhnen. Also ich weiß wieder nicht, wo da die Kamera genau steht oder ähnliches. Wir haben aber auf jeden Fall etwas mehr Platz. Ich denke, das wird dann auch bei größeren Sachen recht gut funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Wenn es noch bei noch größeren nicht funktioniert, also sprich wie bei den Adventkalendern oder bei dieser großen Pferdeshow, dann weiß ich jetzt aber die Richtung, in der wir es hinbekommen. Und ja, ist die Ponykutsche, die wir noch schon lange versprochen haben, ist auch schon fertig. Die war eines der ersten Sachen, die wir mit diesem größeren Set gemacht haben. Aber dieses werde ich jetzt dazwischen schieben, weil es Sonntag ist. Und es einige Zeit nichts gegeben hat, gibt es jetzt hier mal ein was Mystisches, ein Unicorn Fold Surprise von Breyer in der Stablemate-Größe. Dann kann ich das Ganze hier auch erzählen und dann geht das wieder demnächst so, wie man es kannte. Vom Montag bis Freitag gehe ich mal davon aus. Samstags weiß ich es noch nicht so genau, weil es ist ja doch ein bisschen viel. Also vom Montag bis Freitag sind unsere Morgenvideos wieder mit einem kleinen Video von 2 bis 5 Minuten, indem wir irgendeine Figur vorstellen. Wenn es funktioniert, wir gehen davon aus, Mittwoch und Samstag vielleicht ein etwas längeres Video. Sonntags vielleicht mal irgendwas Besonderes, so wie heute, gibt es aber keinen wirklichen Zeitplan dafür. Darum sage ich immer, Abo dalassen, Benachrichtigungsglocke aktivieren. Und dann sieht man ja, was kommt und man kann sich das dann anschauen, was einem gefällt und was nicht ist, einfach nicht anschauen oder überblättern oder sowas. Da kommt dann ganz schnell wieder was, was einem selber interessiert oder was man selber sammelt. So, genug gequatscht. Set. Ach, jetzt muss ich mir erstmal das Licht hier ausmachen, weil sonst sieht man sie wieder nicht. Es ist zwar sehr nett für die Helligkeit, aber gehst du jetzt wohl aus, du kleine Lampe? Zack. So, braucht es Kamera ein bisschen. Jetzt sieht man es ganz gut. Wir haben zwei Stablemates, 1 zu 32, das sieht man hier, die sind etwas kleiner als Schleich. Ich werde da auch beim Schleich noch einen Vergleichswert daneben stellen. Einmal eine Stute, die ist im Hintergrund. Das ist Originalform ist die Magnolia, eine kleine Araberstute und vorne ein Andalusier, der Alboroso von der Brigitte Eberl gemacht. Eines der beliebtesten Modelle im Moment bei Breyer, egal in welcher Form er auch immer rauskommt, ist wie das große Modell geschrumpft und im Spiegel verkehrt. Dazu gibt es noch ein Fohlen, das verbirgt sich hier hinter dieser Tür. Da schauen wir mal, was es ist. Soll also entsprechend das Fohlen von den beiden Einhörnchen sein. Also gehe ich mal davon aus, wir haben auch ein Hörnchenfohlen. So, öffnen. Ach so, ja, es gibt drei verschiedene Sets. Das, was wir hier haben. Die anderen beiden Sets habe ich auch noch liegen zum Auspacken. Hier haben wir nochmal ein Warmblut und ein Morgen. Dann hier das neue Warmblut und ein Kaltblut, ebenfalls mit einem Fohlen. Abgebildet ist ein liegendes Fohlen, aber ich glaube, wir haben was ganz anderes drin. So, hier steht ja noch drauf, dass man die Schlosstüren öffnen soll, um das entsprechende Einhornfohlen jeder Familie zu sehen. Und da gibt es halt dann verschiedene. Für jede Familie ein extra. Ich schätze mal hoffentlich, oder dass es ein bisschen farblich angepasst ist. Ob es immer die gleiche Form wird, werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Wir öffnen. Wir öffnen. Wir öffnen. Zack. Erstmal das hier unten. Dann haben wir hier, wie man das bei Breyer kennt. Ich werde jetzt erstmal hier nur die großen Pferde rausnehmen, die großen kleinen Pferde. Und bevor wir das andere öffnen, bin ich wieder zurück. Also schauen wir mal. So, da haben wir jetzt Mutter und Vater rausgenommen. Ich habe gerade gesehen, dass das Türchen von hinten nicht zu ist. Und habe natürlich das Fohlen schon gesehen. Ich werde mal gucken, dass ich es vielleicht im Video ein bisschen ausblende, falls es wirklich hier so zu sehen ist. Aber das kriegen wir schon hin, dass wir das nicht euch zeigen vorab. Ich habe möglichst auch nicht hingeschaut. Also hier haben wir nochmal den schönen. Jetzt könnten wir vielleicht das Licht wieder anmachen. Den schönen blauen mit dieser weiß leicht perligen Mähne, perlfarbene Mähne. Hörnchen,
Es ist also richtig schön schattiert, das sieht man ja auch an den Flanken, wird es ein bisschen heller. Schweif geht hier unten blau runter. Das ist auch wirklich ein Hengst und nicht irgendeine Stute, die dazu gepackt wurde. Ein wirklich schönes kleines Hörnchen. Gleiches gilt für die Stute. Ich finde die Farben also sehr, sehr schön bei beiden. Also auch bei der Stute hier sieht man, das war das schwarze Punkt, was auch immer das war. Das passiert schon mal beim Einpacken, dass da irgendwie hier dieses Violette steht hier hervorragend mit dem goldenen Horn. Ja, überall so kleine Pappteilchen drauf. Also wirklich wunderbar. So, dann gucken wir doch mal. Man sieht hier also auch wirklich Stute. Dann gucken wir doch mal, was diese beiden Schönheiten produziert haben. So, hier haben wir dieses Tür. Oh, ich dachte, die wäre vielleicht ein bisschen perforiert oder sowas. Da ist aber gar nichts perforiert. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich hatte jetzt gedacht, wir hätten jetzt hier eine Perforation, an die wir jetzt diese Tür öffnen können. Da ist aber nichts. Da ist keine Perforation. Ich drehe es mal kurz um, halte es mal aus dem Bild raus. Nein, keine Perforation. Gut. Tja, das ist jetzt ein bisschen schade. Also hole ich das Fohlen von hinten heraus. Das ist jetzt echt blöd. Das hätte man ruhig machen können. Es ist nur festgeklebt. Zack. Und gucken wir mal, dass es Fohlen kommt aus der Tür heraus. Chop. So. Da haben wir das Fohlen. Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Ach, komm her, du kleines Tierchen. Ist festgeklebt. Also ich habe vorhin, als ich es gesehen habe, nicht genau hingeschaut, sondern es mir einfach nur mal so schnell wie möglich wieder weggedreht. Hier haben wir ein wirklich niedliches Fohlen mit diesem leicht bläulichen Oberton vom Vater. Was man aber hier im Gegensatz zum Vater hat, es den Körper heller und die Mähne und den Schweif in diesem Blauton. Oder in diesem, ja, fast petrolfarbenen. Nase ist pinkig, lila, violett und auch so die Beinchen. So, dann stellen wir das Kleine mal zu Mami und Papi. Kann man nicht sehen, ist es, aber es sollte ein Stutfohlen sein. Sieht auch aus wie ein Mädchen. Und da springt es durch die Gegend. Ups, steh. So, wie gesagt, leider, es passt nicht aus der Tür raus. Wir können es hier mal draufstellen. So, als wenn es so, als wie ein Geschenk aus der Tür galoppiert kommen würde. Tut es auch. Und ein stolzer Papa und eine sehr fürsorgliche Mama. Wie gesagt, die anderen Sets schauen wir uns noch an. Das war jetzt hier mal so. Mensch, bleib stehen, du kleines Hopseltier. Das war hier mal so eine Vorabschau für das erste etwas größere, damit man hier auch nochmal wieder sieht, okay, jetzt kommen auch wieder ein paar Sets, was wir doch ein bisschen vernachlässigt haben. Was leider sich nicht vermeiden ließ durch das Ganze hier, durch diese Umstellung. Aber das hat nun ein Ende. So, diese drei eröffnen nun den Reigen und gehen gleich Sonntag online. Ich hoffe, ihr hattet schon einen schönen Sonntag, wenn ihr das euch Video anschaut. Und ja, ihr dürft gespannt sein auf viele, viele weitere Sets. Bis dann, wie immer, happy collecting!